Guten Morgen, Österreich. Aber was wir seit Beginn der Pandemie auch wollen, ist Sie und uns da gut durchbringen. Und das geht mit Humor, das geht mit regelmäßigem Lachen, das geht mit positiven Gedanken. Das hört sich so einfach an, aber wie können wir das umsetzen? Wir haben uns dazu einen Experten eingeladen. Er ist nicht nur Arzt, Internist, er ist Autor, Seminarleiter, Vortragender, Moderator und ich sage mal Humorexperte. Roman Schilliger, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben uns zwei Bücher mitgebracht, da geht es eigentlich genau um diese Dinge. Sie haben die beiden Bücher aber schon vor Corona geschrieben. Es geht darum, wie wir mit Humor gut durchs Leben kommen, kann man das so zusammenfassen? Ja, weil Humor ist für mich die legale Droge, die wir täglich einnehmen können. Wir haben ja ein eigenes Doping-Kraftwerk im Körper, was die gute Stimmung betrifft. Die müssen es uns nur erlauben. Und wie Sie schon anfangs gesagt haben, ich hätte das Buch zu keinem besseren Zeitpunkt schreiben können, weil da geht es nämlich um die guten Gefühle, die wir jetzt so dringend brauchen, als Gegenpol zur Angst und zur Frustration, die überall herumsitzt. Ich glaube nämlich, dass wir viel mehr den Schalk im Nacken sitzen haben sollten als die Angst. Und wenn ich mir diese blauen Hunde anschaue, ich denke ja, vielleicht könnte das der russische Impfstoff gewesen sein, der das gemacht hat. Sputnik 5, ja genau. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen warten mit der Zulassung. Genau. Jetzt sind wir mittlerweile schon 11 Monate in dieser Phase zwischen Lockdown, mal nicht Lockdown. Keiner weiß wirklich, wie es weitergeht. Und der ein oder andere wird es bei sich selbst vielleicht schon bemerken, er ist reizbarer, er ist vielleicht öfter traurig, negativer eingestellt. Wie können wir uns da selbst jeden Tag rausholen und ja, uns in eine positive Stimmung versetzen? Geht das so einfach? Also einfach, sage ich ganz einfach, ist es nicht. Ich glaube, wir müssen das auch trainieren, wie wir andere Sachen trainieren. Diese positive Stimmung kann man trainieren, vor allem die Perspektive zu wechseln. Ja? Kann ich irgendetwas ändern, indem ich mich drüber ärgere, indem ich mich aufrege? Nein, kann ich nicht. Es hat auch noch nie wer beim Lachen zum Beispiel einen Herzinfarkt bekommen, hat sich noch nie wer zu Tode gefreut. Aber dieses Jammern, das bedrückt unsere Seele und ich glaube, wenn wir das spüren, ist es fast schon zu spät. Ja? Also ich glaube, wenn wir schon merken, da macht irgendwas mit uns, dagegen zu wirken, ist ein ganz wichtiger Prozess. Und da hilft der Humor halt, manche Dinge nicht so ernst zu nehmen, sich selbst manchmal auch nicht so ernst zu nehmen. Die schönste Turnübung ist, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Ja? Über Hopperlas, und die haben wir ja alle, die Hopperlas. Und das ist immer schön, wenn man, die besten Motivatoren sind andere positive Menschen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie am Abend weggehen, also wenn wir wieder dürfen, ja, das, ja, weggehen, früher, was sage ich da? Früher. Vor langer Zeit, meinen Sie? Genau. Ja. Nein, das stimmt, haben Sie heute schon angesprochen, dass wir eigentlich jene Menschen um uns haben sollten, die uns gut tun, wo wir spüren, und Menschen, die uns stressen, die uns runterziehen, die meiden. Das war schon ein konkreter Tipp. Ja. Können Sie uns noch was mitgeben? Weil es klingt immer so, so groß, Humor, mit Humor durchs Leben. Ja. Eine konkrete Maßnahme? Also ich glaube auch, wenn wir uns selbst vielleicht einmal loben. Ja? Also wir haben in den letzten Monaten extrem viel geleistet, was wir uns oft nicht zugetraut haben. Also zu sagen, hey, hast du gut gemacht. Ja? Auch das stärkt unser Immunsystem, dass wir mehr oder weniger leichter durch diese Phase durchgehen können. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir manche Dinge abstrahieren, also manchmal auch mehr dankbar sind und eine Art Demut, das klingt jetzt sehr pathetisch, haben. Dafür könnte man jetzt gerade in dieser Zeit dankbar sein? Dass wir hier in Österreich leben und dass wir viele Möglichkeiten haben, die in anderen Ländern vielleicht gar nicht möglich sind. Ja, Impfung hin oder Impfung her. Aber also ich gehe gerne raus und denke mir, schön, dass es das Leben da draußen unter Anführungszeichen gibt. Ja? Und auch wenn die Wirte nicht zusperren, ich glaube, das Virus und die Wirte haben ja eins gemeinsam, also Österreicher und das Virus, wir können ohne die Wirte nicht leben. Ja? Und deswegen glaube ich, dass wir einfach zuversichtlich sein sollen, was auf uns zukommt. Mhm. Gibt es da gerade für diese Tageszeit jetzt, für den Start in den Tag, irgendeinen Tipp, ein Ding, das wir machen können, das Sie jedem Zuschauer empfehlen können, um schon einmal anders in den Tag zu starten als vielleicht die letzten 11 Monate? Vielleicht dem ersten Menschen, den man jetzt trifft, sei es virtuell oder vielleicht doch im Büro, immer mal zu sagen, dass man ihn mag. Und, dass man auch wenn man ihn nicht mag, oder muss schon ehrlich gemeint sein? Also, das Wichtige ist die Ehrlichkeit. Also, das sind Fake News wieder, die wir dann auch nicht brauchen. Also ja, ich denke mal, wenn es mir gut tut, dann lüge ich ihn halt an, hätte ich mir jetzt gedacht. Also gut, also wenn Sie es so machen wollen, machen Sie es auch so. So. Aber ich glaube, ehrlich gemeint. Ja, ehrlich gemeint. Und das verbieten wir uns auch manchmal. Wenn mir jemand was sagt, was ihm nicht passt, da denkt man keine Sekunde drüber nach. Aber jemand zu sagen, ich mag dich, ich finde es toll, dass es dich gibt, ja? Weil das wirkt nach innen und nach außen. Also, warum nicht? Schöne Variante, mal in den Tag zu starten. Herr Schilliger, vielen, vielen Dank. Ehrlich gemeintes Kompliment und ehrlicher Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ehrlicher Dank an Sie. Dankeschön. Danke.